Oh, das ist ja drin in der Nase. Hallo Pascal, ich finde es sehr, sehr, sehr schön, dass du es geschafft hast, zu unserem heutigen Interview zu erscheinen. Graf Glanemann. Ich grüße Sie. Grüße Sie. Hallo. Hallo. Hallo, wir wollen gar nicht lange reden. Was ist der Unterschied zur alten Platte? Der Unterschied zur alten Platte, wie Sie meinen? Das gebe ich gleich weiter an die Bandkollegen. Danke. Nun ja, Pascal, wie soll ich sagen? Der Unterschied ist, dass wir uns entschieden haben, diesen ganzen Blödsinn nicht mehr zu machen. Wir singen nicht mehr über Bier oder sowas. Das ganze Album ist elektronischer. Wir haben auch andere Stimmen bekommen. Pfiffiger. Wir reden mit Akzent. Härter und einfach in der Art und Weise schöner als das erste. Rahmenbedingungen der Albumaufnahme. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und Fliegen getötet. Zwischen Luftgewehr und Dosenbier haben wir es dann endlich geschafft, ein paar neue Songs zu schreiben und fertigzustellen. Oh, da haben wir Malessen gehabt. Fliegen ohne Ende. Ja, die waren ganz gut. Brüllende Hitze, Uringeruch aus der Küche. Sie in der ersten Reihe können das auch ganz gut bezeugen. Eine Katastrophe. Wir haben unter den schlimmsten Bedingungen die Scheiße aufnehmen müssen. Es waren massenhaft Fliegen da. Es gab Mäuse, es gab Leute, die geschnarcht haben, es gab Leute, die Angst hatten, es gab Leute, die Bier getrunken haben. Aber es war Sommer. Ja, durchaus. Durchaus. Seid ihr nicht langsam zu alt für den Scheiß? Norm. Christopher, ich bitte dich. Hart an der Grenze. Boah, brutal, ey. Wir leben hart, hart, hart an der Grenze. Beschränkt auf die Instinkte. Ist durchaus im Himalaya anzusiedeln. Auf feuchtigen Höhen und flüchtigen Böden geht es voran. Hart und direkt gefällt mir sehr gut. Ja, für ein Leben hart an der Grenze. Ich kann irgendwie nichts mehr sagen. Ex und weg. Ex und weg. Ex und weg. Mein Lieblingssong vom neuen Album ist ganz eindeutig. Volk der Sonne. Danke, Pascal. Bitteschön. Hallo, Pascal. Hallo. Dein Lieblingssong? Das ist Hart an der Grenze, Pascal. Ihr Lieblingssong? Weiß ich nicht. Was hat es mit Kutma 14 auf sich? Oh, Kutma 14 hat eine Sonderstellung bei uns eingenommen. Kutma 14 beschäftigt sich mit den Proportionalitätsproblemen des männlichen Körpers. Es geht um Bananen. Säufersonne. Schöne Ballade mit schönem Tanzpart, gefällt mir sehr gut. Die Säufersonne. Nun ey. Nee, warte, wo ich sagen? Die ist sehr zäh. Sehr zäh. Sehr zäh.